entschuldigen, finde ich, müssen wir doch benennen. Das ist immer tendenziell das Bundesverkehrsministerium, was es zu spät erkennt, was die Prioritäten falsch setzt, was die Prioritäten nach Regionalpolitik setzt. Und auch jetzt beim Thema Bahn ist es ja auch der Bundesverkehrsminister, der es nicht schafft, bei der Bahn die richtigen Anreize zu setzen, damit dort die Sanierung vorankommt. Ich darf ein Beispiel sagen, der Bahnvorstand wird nicht danach mit Boni bedacht, incentiviert, ob die Züge pünktlich sind, sondern das entscheidende Kriterium da ist die Erfüllung der Frauenquote. Und das ist ein Problem des Bundes, der da bei seinem Tochterunternehmen, bei seinem Staatskonzern falsche Incentives für die Manager setzt. Mhm.